Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Heroes of the Storm. Wir haben beim letzten Mal mit Illidan gespielt. Und ja, schauen wir uns heute einfach mal Nova an. Mit der bin ich leider auch nicht so gut, weil mit der muss man echt üben, denke ich mal. Da muss man wirklich üben. Und ja, man muss sich halt wirklich krass schnell aus Kämpfen wieder fernhalten können und halt wirklich wissen. Man muss halt wirklich echt gut einschätzen können. Okay, jetzt kann ich schießen. Okay, jetzt darf ich nicht schießen. Jetzt sollte ich mich lieber zurückhalten. Da muss man halt wirklich ein Gespür für bekommen, was man halt nicht bekommt, wenn man das Spiel, so wie ich, da halt einfach mal wieder 3 Monate lang nicht spielt. Und ja, ist halt leider so. Ich habe sie halt das letzte Mal, glaube ich, auch im März oder sogar im Februar habe ich sie, glaube ich, das letzte Mal gespielt. Wir haben jetzt mittlerweile Ende Juni, fast Juli, also es könnte so 4,5 Monate her sein, dass ich das letzte Mal gespielt habe, deswegen ich bin komplett raus, habe keine Ahnung mehr und werde wahrscheinlich nochmal einlesen müssen. Wir schießen einen Schuss ab, der Gegnern einfach mal Schaden macht. Das ist die erste Fähigkeit, die ist relativ einfach zu verstehen. Und wir spielen mit dem Abathur zusammen. Und wir haben verloren. Wir haben niemanden im Team, auch nicht mehr ansatzweise irgendwen im Team, der ein bisschen was aushält. Und wir müssen den Boss tanken. Wir haben verloren. Das kann man jetzt schon sagen. Das ist das Problem bei diesen random zusammengestellten Teams. Man verliert einfach, wenn man Pech hat und ein Team wie jetzt bekommt. Wir haben Nasibo, der hält nichts aus und kämpft aus der Distanz. Wir haben Illidan, der hält nichts aus und ist Nahkämpfer, wird also wahrscheinlich die ganze Zeit draufgehen, weil er der einzige Nahkämpfer ist. Wir haben mich, ich halte fast nichts aus, ich halte wirklich überhaupt nichts aus und bin auch an der Distanz unterwegs. Dann haben wir eine Heilerin, die nichts bringt, weil wir alle eh nicht getroffen werden wollen. Und einen Abyssar, der aus der Basis aus reagiert. Das Ding ist verloren. Wir haben keinen Tank und deswegen bringt unser Heiler auch nichts, weil der Heiler keinen zum Heilen hat, weil der Tank nicht anwesend ist. Die anderen sind so schnell tot, da kann der Heiler gar nicht gegenheilen. Und dann auch noch ausgerechnet die Geisterminen, wo man halt auch viel gegen Minions und dann viel im Untergrund und halt auch noch einen Boss tanken muss, quasi theoretisch. Das ist, wir sind ein gutes Team, um den Boss von den Gegnern zu stehlen, aber wahrscheinlich, da braucht man bessere Teamabsprache als Random Teams. Naja, egal. Ist ja kein Ranked Match oder so. Wir haben hier einmal, wie gesagt, einen Schuss, der halt einfach Gegner Schaden zufügt. Hier haben wir einen Schuss, der Gegner Schaden zufügt und verlangsamt. Und hier haben wir einen Schuss, hier zeigen wir 5 Sekunden lang eine Attrappe von uns, die halt die Gegner von uns ablenken können. Wir können erhöht die Reichweite von Scharfschützen, verringert die Abklingzeit, erhöht den Schaden. Ich glaube, man sollte ja versuchen, so lange wie möglich getarnt zu bleiben. 5, 4, 3, warum stellen die sich hier in die Mitte? Weil die auch nicht wussten, wo sie hin sollen. Man sollte ja normalerweise versuchen, so lange wie möglich getarnt zu bleiben. Und deswegen, ja, erhöhe ich mal unseren zugefügten Schaden im getarnten Modus. Ja, das ist natürlich geil, wenn die hier alle unterwegs sind. Okay, sehr schön, zum Glück auf den geschossen. Und der Segarra hatten wir auch ordentlich Damage mitgegeben. Okay. Das Verlangsamen ist echt praktisch. Okay, die Heilung gab's, aber die haben halt blöderweise auch eine Lili zum Heilen. Das kriege ich hin. Oh oh, die haben auch eine Nova, das habe ich natürlich auch gewusst. Die hat sogar einen Skin, also die wird bestimmt total schlecht sein. Oh Mann, die haben voll ein gutes Team. Die haben eine Heilerin, einen Nahkampfassassinen, einen Fernkampfassassinen, einen Spezialisten und einen Krieger. Okay, Ryle ist ja offiziell hier auch ein Assassin, aber der kann halt auch ein bisschen mehr aushalten. Die haben eigentlich voll das praktische Team. Und wir haben so einen Rotz hier. Na Lili, was heißt du bittest um Unterstützung? Die kämpfen unten 2 gegen 2 und wir kämpfen hier oben bei 3 gegen 2, weil wir einen Abathur haben. Eine Lane muss halt in Unterzahl kämpfen, nur es wäre halt praktischer, wenn die Lane nicht nur wartet. Ich wusste nicht, dass wenn ich in die Minen gehe, dass ich sichtbar werde. Ich dachte, ich kann jetzt einfach schnell mich in die Minen schleichen und dann
Ist alles gut. Ich wusste nicht, dass ich dann sichtbar werde. Das ist natürlich die mangelnde Spielerfahrung, die ich dann habe. So, wenn wir unten hier rum reingehen, kann ich auch vorher noch kurz das Agaba weghauen. Das sollte uns nämlich mehr helfen. Jetzt geht dieser Kerl da nicht rein, okay. Okay. Aber jetzt bin ich fast tot, das kann nicht wahr sein. Okay, unser Team ist schon wieder am Flame. Das ist meistens ein gutes Zeichen dafür, dass es läuft. Okay, und deren Nova hat uns auch erwartet. Wunderbar, das läuft ja klasse. Epic Team. Das... Ich hab's in der letzten Runde schon mit einem Nasibo gesagt, ne? Ich hab's euch beim letzten Mal schon gespielt, als wir mit einem Nasibo zusammen gespielt haben. Mit einem Nasibo, sag ich schon, mit einem Abyssal zusammen gespielt haben. Abyssas sind nur ausnahmslos das gesamte Match über am Flamen. Aber wirklich ausnahmslos. Ich kenne da halt wirklich keine andere... Da gibt's auch keine Ausnahme. Ausnahmslos. Abyssas sind durchweg am Flame. Okay, wir können da oben durch hier sehen, was die Gegner machen. Verstärkt, verbessert. So. Schauen wir mal. War natürlich nicht die echte, aber ich kann die Schädel mal kurz einsammeln. So. Was ist OMG, mein Freund? Was ist OMG? Ich weiß nicht, was du für Probleme hast. Das ist natürlich nicht der echte. Oder die echte. Aber wir haben das Gegnerteam ganz schön auseinandergenommen. Wir haben uns doch jetzt hier unten vernünftig gelöst. Ich weiß nicht, was deren Problem war. Sprengt die Fesseln und zerstört eure Feinde. Wählt ein Talent. Das ist nicht die echte, ne? Das ist natürlich nicht die echte. Ja, die schafft es echt gut, uns abzulenken. Das muss man der mal lassen. Das kriege ich jetzt nur mal nicht hin. Der Einsatz an der Fähigkeit versteckt nächsten automatischen Angriff. Scharfschütze verursacht zusätzlichen Schaden in einem Bereich. Automatische Angriffe werden langsamer ausgeführt, sind dafür aber wirkungsvoller. Ja, die Verlangsamung. Okay, das finde ich super. Das nutze ich nämlich öfter im getarnten Zustand als die andere Fähigkeit. Ausgezeichnet. Euer Golem. Ist stärker als der eurer Feinde. Das ist nicht die echte. Ich gehe aber lieber oben verteidigen. So. Illidan, kümmere dich lieber um den Golem. Yep. Das war ein kleiner Fail von Illidan, aber das muss man trotzdem jetzt einfach nicht unbedingt kommentieren. Tja, so schnell kommst du jetzt nicht weg, wie du wolltest, was? Der weg. Ja, das ist natürlich nicht die echte. Wie die auch immer alle sofort ihre Fähigkeiten draufhauen, ohne abzuwarten, ob es die echte ist oder nicht, ne? Dann läuft sie.
in den Busch. In den Busch ist sie gelaufen. So. Oh, fuck. Das Blöde ist, dass die Ultis haben und wir nicht. Da dürfen wir uns eigentlich nicht auf den Teamkampf einlassen. Nicht auf den Teamkampf einlassen! Was ist das denn, Lilly? Warum gehst du denn da drauf? Alter! Alter! Bleibt weg, Leute! Bei dem muss man aber echt teilweise ein bisschen von ganz vorne anfangen. So, auf den Reittisch steigen. Wer sollte ihm helfen? Abatha? Dann ist es wirklich ein Anfänger. Wenn er meint, dass Abatha ihm helfen soll, weil Abatha kann ihm nicht helfen. Lilly, bitte nicht so. Hier sind drei Gegner. Davon kann Lilly dann auf dich draufspringen und dich instant töten. Also. Sei bitte vorsichtig. Illidan! Alter. Ich verstehe, warum Abatha sich über den aufregt. Geht's nach unten. Und hier rein. Wir müssen so schnell wie möglich Schädel sammeln. Okay. Sollen als Team zusammen spielen. Da ist noch eine Nova. Ich würde. Da sind alle! Lilly, das sind alle! Sorry, aber da kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Da ist deren Nova. Jetzt. Alle Schädel einsammeln. Immerhin noch so viel genommen, wie es ging. Noch so viele Schädel eingesammelt, wie möglich war. Aber die Gegner haben jetzt einfach den Spieß umgedreht. Eben hatten wir einen 75er und die einen 25er Golem. Jetzt ist es andersrum. Die haben es geschafft, den Golem zu verteidigen, ohne dass er auch nur ein einziges Gebäude kaputt gemacht hat. Gut, die Türme hier, aber kein einziges Gebäude hat ihren Golem vorhin kaputt gemacht. Mal sehen, ob wir das genauso gut verteidigt kriegen. Ich gehe mal davon aus, nein. Vor allem, weil deren Zagara jetzt schon hier unten steht. Also deren Zagara hat... Die waren halt nur zu viert in der Mine und wir mit allen Mann. Was Lilly da macht, habe ich auch keine Ahnung. Unser Team ist vollkommen planlos. Unser Team ist vollkommen planlos. Die haben hier einen 75er Golem und keiner verteidigt den. Das kann einfach nicht sein. Na, Sibo rennt sogar fast noch in seinen Tod hier rein. Das darf einfach nicht passieren hier. Was soll ich machen? Wäre ich stehen geblieben, hätte sie mich so kaputt geschossen. Ich hätte nicht nach oben laufen können, weil da der Golem war. Ich hätte nicht nach unten laufen können, weil da der... unsere Ogre-Dinger waren. Ich hing halt einfach fest. Das hat deren Nova tatsächlich sehr gut platziert, diese Attacke. Und wir liegen mittlerweile drei Level hinten. Die haben gleich beide Lanes durchgepusht. Wir sind dauerhaft am Sterben. Unterstützung unten, also gehe ich nach unten, um zu unterstützen.
Ah, dann steht deren Nova da natürlich im Gebüsch. Das kann einfach nicht wahr sein. Die ist immer überall, wo sie gebraucht wird. Die ist immer perfekt da, wo sie gebraucht wird. Das kann doch nicht wahr sein. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, die Regen. Ja, machen wir so. Ja, das war's dann auch. Nee, die kommt da definitiv nicht mehr weg. Warum, was macht der denn da? Lassibo, da sind 4 Gegner. Du bist alleine. Was? Was? Bringt dir das, da hinterher zu laufen? Sobald die Lady tot haben, drehen die um und machen dich weg. Warum? Ich kann halt momentan auch echt nichts machen. Außer irgendwelche Beobachtungspunkte oder so ein Kram einzunehmen. Aber mehr ist momentan echt nicht möglich. Hört zu, ihr Helden. Bald werden die Untoten in den Minen erwachen. Ja, die spielen halt echt als Team. Und wir laufen immer, wie man an Illidan schon wieder sieht, der läuft jetzt in die Minen schon. Wir verteilen, jetzt kommt er wieder aus den Minen raus, wir verteilen uns hier einfach wie ein aufgescheuchter Haufen Hühner laufen wir hier rum. Während das gegnerische Team sich einfach voll gut strukturiert hat. Ja, deren Illidan ist zumindest nicht so suizidgefährdet wie unserer. Ja, why alone? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Das Problem ist, sie können jetzt unten schön Schädel sammeln und uns gleichzeitig unter Druck setzen. Das Ding ist verloren, wie gesagt. Das Ding war aber schon in der Charakterzusammenstellung verloren und dann haben wir halt auch noch Leute, die mit ihren Charakteren nicht wirklich so gut umgehen können. Was ja wie gesagt kein Vorwurf ist. Das ist ja, das kann ja gerne mal passieren, aber es hilft halt dann nicht beim Sieg. Oh Gott, den habe ich daneben gesetzt. Ernsthaft? Oh Gott, wie kann man nur so scheiße sein? Ich habe verdient zu sterben. Ernsthaft, jetzt sperrt dann sie bei uns fast ein. Ich kann nicht mehr. Und jetzt werden wir hier auch noch wieder runtergeschossen und der kann entkommen. Ich schreib schon mal GG. Weil die halt die 100 Schäde jetzt zusammenkriegen. Erhebt euch, Golems. Erhebt euch und lasst eurer Wut. So. Gehen wir ihm hier mal kurz helfen. Wählt ein Talent. Und dann müssen wir hier oben verteidigen. Ich beeinträchtige den Schuss erhöht den erlittenen Schaden des Ziels. Die schlägt Gegner und die Abklingzeit wird verringert. Das finde ich auch ganz gut, dann können Minion da nicht im Weg stehen. Wenn ich das letzte Holotrappe hinsetze, aber was soll ich sonst machen? Die Gegner hätten rein theoretisch doch durchaus pushen können mit dem Golem zusammen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Wow, jetzt hat der Golem uns auch noch perfekt in seine eigene Attacke reingeschlagen. Deren Golem ist voll der Pro. Was ist, Team Lilly? Wir sind alle da! Wir sind alle da! Was willst du von uns? Was will Lilly jetzt von uns? Einfach nur, weil sie gestorben ist? Einfach nur irgendwem anders die Schuld dafür geben? Wir waren alle da und haben absolut keine Chance, weil die Gegner 4 Level über uns sind. Eine Fähigkeit mehr haben als wir. Sogar 2 Fähigkeiten mehr haben als wir. Was will die denn von uns? Hä?
Wow! Das war eine vernichtende Niederlage. Eine chancenlose Niederlage vor allem. Aber, wenn wir mal kurz in die Statistiken reingucken. Ja. Was soll man großartig sagen? Wie die Danis hat halt die meisten Kills, ist dafür aber auch am meisten gestorben. Abyssar war nur an 2 Kills beteiligt, was eigentlich dafür spricht, dass er ziemlich lange AFK war. Also das ist derjenige, der uns gefragt hat, welchen Rang wir sind. Nur nochmal zur Nachfrage. Er hat uns also in Fights nicht geholfen. Sonst hätte er Kills bekommen. Weil man muss ja den letzten, man muss ja nicht den Last Hit machen, sondern muss ja nur anwesend sein. Man muss ja nur irgendwas getan haben. Selbst wenn man daneben steht, sobald man einfach nur anwesend ist, bekommt man ja einen Kill zugesprochen. Da er nur 2 hat, heißt das, er hat sich in Teamfights oder allgemein in Fights komplett rausgehalten und hat nur Minions verstärkt, damit er viele Diener und Gebäudeschaden bekommt. Dadurch hat er auch den hohen EP-Beitrag. Das ist schön, dass er einen hohen EP-Beitrag und einen hohen Diener- und Gebäudeschaden hat. Wenn er aber sieht, dass wir allesamt keinen Tank haben und in Teamfights keine Chance haben. Die Gegner sind einer mehr in Teamfights. Dann kann man auch als Abyssar theoretisch seine Gruppe unterstützen und nicht einfach stupide auf Gebäude gehen. Das bringt nichts. Man kann seinem Team auch als Spezialist durchaus unterstützen. Deren Zagara hat es richtig gemacht. Denn Zagara ist nicht mit in die Minen gegangen, hat das Minengehen den anderen viel überlassen, ist deswegen draußen geblieben, hat deswegen auch einen guten Gebäudeschaden und den höchsten EP-Beitrag, ist aber in Teamfights trotzdem zu seinem Team gestoßen und hat geholfen. Und das habe ich bei unserem Abyssar leider nicht gesehen. Bis auf das Flame des Illidans nach jedem Tod, der wirklich nicht gut gespielt hat, aber trotzdem, darum geht es ja nicht. Wir haben halt alle damit nicht wieder gut gespielt, ist ja mal wieder klar gewesen. Ich sag an diese Stelle trotzdem, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.